Hallo und herzlich willkommen zurück zu Neverwinter. Ich bin Mr. Katafi, euer Let's Play des Kaninchen und heute gibt es für die PC-Spieler eine Verlosung. Ich habe dankenswerterweise von Neverwinter Codes bekommen für alles, was ihr hier seht. Naja, fast alles. Elke, für Elke gibt es keinen Code. Ich weiß, das wäre euer Hauptgewinn, unsere sexy Bardin, aber sie ist nicht zur Verlosung ausgeschrieben. Allerdings der Rest schon. Und zwar habe ich 5 Codes für das Reittier, den Regenbogen-Sternenpanther, der hier in allen Regenbogenfarben vor sich hin glitzert und auch beim Herumlaufen einen Regenbogen hinter sich herzieht, wie ihr seht, und Regenbogen-Tapse hinterlässt. Dieses Reittier ist nicht nur, in meinen Augen, echt wunderschön, sondern auch ziemlich selten. Soweit ich herausfinden konnte und soweit ich weiß, gibt es ihn nicht im Spiel sonst erhältlich. Ihr kriegt ihn nicht im Zen-Laden, im Auktionshaus, kann es ja nicht handelbar. Ihr kriegt ihn auch nicht aus irgendwelchen Truhen aus Dungeons. Soweit ich weiß, gab es ihn einmal 2016 bei einer Verlosung und ansonsten gab es ihn nicht mehr. Das heißt, er ist nicht nur sehr schön, sondern auch ziemlich selten. Dazu, weil ich halt nicht jedem einen davon geben kann, habe ich auch noch 5 Codes für den Begleiter in der gleichen Variante. Und zwar da vorne seht ihr den miniaturisierten Regenbogensternenpanther, der genauso in allen Regenbogenfarben leuchtet und beim Herumlaufen einen Regenbogen hinter sich herzieht. Auch der ist ziemlich limitiert, denn er ist vor 1-2 Monaten, lass es 3 Monate gewesen sein, neu eingebaut worden und es gibt ihn auch nur durch solche Verlosungen und Social Events und ähnliches. Also es gibt keine reguläre Quelle im Spiel. Also dementsprechend auch ziemlich selten. Nicht ganz so selten, aber sicherlich genauso begehrt ist der Code für Bueno Battlehammer, den ich auch habe. Für einen Gefährten aus dem Paket der Halle der Gefährten. Und auch der wird verlost. Also 5-mal der Regenbogen-Sternenpanther als Reittier, 5-mal der Begleiter des Regenbogen-Sternenpanthers und 1-mal Bueno Battlehammer. Vielleicht noch, bevor wir zu den Modalitäten kommen, was müsst ihr tun, noch eine wichtige Information. Bueno Battlehammer ist account-weit. Das bedeutet, genauso wie wenn ihr euch das Paket der Halle der Gefährten kaufen würdet oder ihn sich separat im Zen-Laden kaufen würdet, ihr könnt ihn mit jedem Charakter eures Accounts benutzen. Das heißt, wenn ihr 5 Charaktere habt, könnt ihr 5-mal Bueno Battlehammer nutzen. Holt ihr euch noch einen 6. Charakter, könnt ihr entsprechend auch ein 6. Mal Bueno Battlehammer einfach beanspruchen. Das ist kein Problem. Die Reittiere und die Begleiter, die sind für einen Charakter eures Accounts. Die sind also nicht accountweit. Da müsst ihr euch genau überlegen, wem ihr sie gebt. Das nur mal vorweg. Jetzt gucken wir uns noch an, was können die eigentlich? Und dann kommen wir dazu, was ihr tun müsst. Der Begleiter, der winzige Regenbogen-Sternenpanther, der sieht natürlich nur gut aus. Er kämpft nicht mit, so wie alle Begleiter, laufen sie mit und sehen schön aus, hat auch eine sehr schöne Beschreibung. Die Farben des Nachthimmels vermischen sich mit den Farben des Regenbogens, die dieser winzige und niedliche verzauberte Panther hinter sich herzieht. Im Gegensatz natürlich zu Bueno Battlehammer, der mitkämpft. Als Spieler Kraft hat er Verteidigungskraft, das heißt, Wahrnehmung und Verteidigung wird prozentual erhöht und je mehr ihr Gefährten der Halle besitzt und auch ausgerüstet habt, desto stärker wird der Bonus. Dazu senkt er auch noch, wenn ihr ihn als aktiven Gefährten habt, den Schaden, den ihr und eure Verbündeten erleidet. Das Reittier der Regenbogensternpanther ist ein grünes Reittier, welches Verjüngung mitbringt, also euch ein bisschen heilt und eure Werte ein bisschen pusht. Vielleicht auch nochmal, um ein bisschen Verwirrung vorzubeugen, es handelt sich nicht um den regulären Sternenpanther, den ihr im Spiel bekommen könnt. Es geht nicht um diesen, sondern ein Regenbogenstern. Jetzt ist natürlich die große Frage, was müsst ihr PC-Spieler dafür tun? Nun, es dreht sich weiter um das Thema Regenbogen. Um die Chance auf einen dieser 11 Codes zu haben, müsst ihr mir Screenshots schicken mit dem Thema Regenbogen aus Neverwinter. Das bedeutet, dass ihr mir entweder einen oder mehrere zusammenhängende Screenshots schickt, wo ihr irgendwie das Thema Regenbogen einfangen. Ihr sollt dort einfach eurer Kreativität freien Lauf lassen. Das heißt, ihr könnt entweder mithilfe eures Aussehens von Farben eurer Klamotten den Regenbogen irgendwie darstellen oder mit Gefährten, Reittieren, Begleitern und euch NPCs irgendwie den Regenbogen symbolisieren oder
mithilfe der Umgebung oder was auch immer euch kreativ einfällt. Ihr könnt einen Screenshot schicken oder ihr könnt auch mehrere, die dann sozusagen als Set das Ganze als Thema Regenbogen haben, wie ihr am besten denkt, dass ihr den Regenbogen darstellen könnt. Eure Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt. Dafür habt ihr 2 Wochen Zeit. Am 25. August wird die Verlosung enden, dann werde ich die Codes verlosen. Innerhalb dieser 2 Wochen schickt ihr mir also eure Screenshots oder euren Screenshot entweder per E-Mail an mrkatafi@gmail.com. Ihr könnt im Discord, da gibt es einen extra Raum, Hashtag Regenbogenkaninchen, dort könnt ihr eure Bilder posten. Oder ihr postet sie auf Twitter mit dem Hashtag Regenbogenkaninchen. Alles gilt, alles ist okay, alles zählt und Einsendeschluss ist um 0 Uhr, das heißt in der Nacht vom 25. und 26. endet das. Und dann werde ich ein Video machen, in dem ich die Bilder alle zeige und dann verlose. Ich werde zuerst danach gehen, was mir am besten gefällt. Ich werde aber vermutlich dazu kommen, dass mir alle Bilder gefallen werden und dann werde ich den Zufall entscheiden lassen. Ich werde also auswürfeln lassen, wer das Reittier bekommt, wer den Begleiter bekommt und wer den Gefährten bekommt. Ich glaube, das ist am fairsten. Aber wenn Bilder besonders toll sind, haben sie eine bessere Chance. Vielleicht noch eine Kleinigkeit, nur damit es fairer ist für alle. Da Bruno Battlehammer regulär erhältlich ist, ist es gut möglich, dass einige von euch ihn vielleicht schon haben und dementsprechend nicht nochmal brauchen. Da wäre ich sehr froh drüber, wenn ihr mir das dann in eure Einsendung, in die E-Mail, in den Twitter-Post oder ins Discord mit reinschreibt, dass ihr ihn schon habt und nicht braucht. Und dementsprechend die Chance für jemanden lasst, der ihn noch nicht hat und ihn gerne haben möchte. Die Sternenpanther, also natürlich auch, falls ihr 2016 bei der Verlosung mitgemacht habt und den Sternenpanther schon habt, dann schreibt mir auch das bitte, damit ihr, also falls ihr ihn nicht noch einmal braucht, damit ein anderer ihn dann bekommen kann. Aber ich glaube, dass bei Bueno die Wahrscheinlichkeit höher ist. Falls ihr noch Fragen oder ähnliches habt, schreibt sie gerne in die Kommentare, im Discord oder ähnliches. Und dann drücke ich euch die Pfoten und freue mich auf eure fantastischen Regenbogen-Thema-Bilder, auf dass ihr den Regenbogen immer bei euch haben könnt. Vielen Dank fürs Zuschauen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Euer Kaninchen. Hat dir das Video gefallen und du willst mehr sehen? Werde ein Aboninchen. Bist du schon eines? So lass doch eine Pfote nach oben da. Danke!